Wie sieht das Inventar jetzt aus? Er sieht doch schon ein bisschen knuffiger aus. Ist jetzt die Frage, geben wir jetzt einfach mal ein bisschen Geld für einen Energiekern aus? Weil ich glaube, einen neuen Anzug haben wir ja nicht, oder? Nee, Anzug Level 4 hatten wir ja erst gekauft gehabt, ne? Ja, den tragen wir ja gerade. Anzug Level 5 wäre, wenn dann überhaupt, eine neue Sache. Okay. Ach komm, die Luftkanister hier können wir auch mal. Ich glaube nicht, dass wir die jetzt noch brauchen werden. Wir haben die bisher nicht gebraucht. Also glaube ich nicht, dass wir die in Zukunft brauchen werden. So. Ja, das bringt uns immerhin noch mal ein bisschen Geld. So, ja, wie gesagt, nein, warum gehe ich denn raus? Ich wollte ja 25.000 haben wir. Ob ich einen Energieknoten kaufe? Ob das ein Ding wäre, worüber man mal nachdenken könnte? Ja, komm. Ist jetzt getan. Jetzt haben wir noch einen Energieknoten. So können wir wenigstens denn schon mal den Schadenswert vom Plasma Cutter noch einer, der mit seinem Bein da rumliegt. Also können wir wenigstens den Schaden unseres Plasma Cutters wenigstens noch ein wenig erhöhen. Weil das ist jetzt ja im Grunde das Einzige, wofür wir die Energieknoten jetzt noch brauchen werden. Den Plasma Cutter. Ja gut. Ich habe so das gleiche Gefühl, dass seine Überlebenswahrscheinlichkeit nicht allzu groß ist. Ach toll, er hat auch noch die Tür zugemacht. Weiß, das Spiel baitet uns erst so, ey, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Aber dann so, Digga, ne, hinterher kannst du nicht. Hinterhergehen funktioniert nicht. Großes Durchsehfenster. Motoren, irgendwelche Motoren, da müssen wir doch bestimmt auch noch hin, oder? Na gut, egal. Erstmal scheinen wir nach oben zu müssen, bevor wir uns da unten um irgendwas kümmern. Ach Gott, jetzt wird es wieder heiß, oder was? Funktioniert es, dass wir hier stehen können? Okay, und weiter geht's. So, was hat das jetzt gebracht? Rein objektiv gesehen gar nichts. Ach, okay, so viel. Nein, Isaac! Warum hast du denn jetzt gebrannt, Isaac? Wir sind ja extra hier mit diesen Dingen da. Nein, oh mein Gott. Wo müssen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt zurück? Na, Digga. Ja, komm, ist gut. Was geht denn ab? Ich stehe doch dahinter, oder reicht das jetzt nicht mehr? Nein. Oh. Ich habe das leichte Gefühl, es wäre auch. Oh ja. Komm, ich. Oh mein Gott. Damit zurückmarschieren würde auch nicht funktionieren, wie es aussieht.
jetzt muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite, ne? Ja, komm, ist doch jetzt auch Isaac. Wehe, du verreckst jetzt. Ach nein, was verbraten wir denn jetzt hier an Medikits? Okay. Was soll das denn jetzt? Ach, Digga! Bin ich jetzt irgendwie einen Millimeter am Feuerstand oder was? So, und jetzt ist vorbei jetzt oder was? Ach, danke schön. Betriebsenergie ausgefallen, ja gut. Siehst du das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Also Kendra, wenn wir dafür nicht eine dicke, saftige Belohnung kriegen von dir, dann werde ich dich bei der nächstbesten Gelegenheit aus dem Shuttle werfen. Ach, na toll. Ach mein Gott, jetzt einfach nur weg hier. Einfach weg hier. Ach, jetzt sind wir hier. Alles klar. Wie kommen wir jetzt hier raus? Hammond, Digga, sehen wir dich auch mal wieder. Isaac, hier drüben. Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern. Was ist denn tatsächlich hier raus? Bringen Sie den Kern zum Schatten und warten Sie nicht auf mich. Oh, Scheiße. Ach du heilige Kacke. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Ach, wir haben nicht mal, nicht mal mehr Stase. Oh, auch noch so eins von diesen dunklen. Auch so ein Ding noch als so ein dunkles Vieh, ey. Muss das denn sein? Komm, stirb! Signale von Hammond verloren. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Ach du heilige Kacke. Und du? Diamant. Ah. Über einen Energieknoten hätte ich mich jetzt tatsächlich mehr gefreut. Munition. Ach Gott. Okay. Hammond ist weg. Hammond ist weg. Ach Gott, jetzt müssen wir auch noch fix abhauen oder was? Ja, ach Gott, war es das hier schon? Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes.
War das jetzt hier schon unser Besuch auf der Wähler? Ich hätte beinahe den Namen vergessen. Ja gut, Isaac, ne? Während das Schiff ja am explodieren ist, ist es bestimmt eine gute Idee, bestimmt hier im Fahrstuhl rumzuhängen. Ach Gott. Ach du Heilige, ey. Okay, da hinten ist eine Speicherstation, aber ich glaube, es ist einfach besser jetzt einfach zu gehen, einfach gehen. Nicht drüber nachdenken. So, genau darüber. Mensch. Okay, das schien unser Gastauftritt in der Wähler gewesen zu sein. Okay, damit wären wir jetzt wohl wieder offiziell zurück in der Ishimura. Okay. So. Checken wir das hier gleich nochmal aus. Verkaufen ein paar Sachen. Yep. Boah, 25 kriegen wir dafür. Heilige. Alles klar, dann habe ich nichts gesagt wegen Energieknoten. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich echt nichts gesagt. Das ist ja. Das ist ordentlich. Da können wir uns gerade noch mal ein bisschen Munition und noch mal ein, zwei Energiekerne holen. So, Munition. Ich glaube, diesmal sollten wir dann aber auch ein paar Medipacks holen. Okay, holen wir erstmal ein. Ja, komm. Die mittleren Medipacks kosten tatsächlich ganz schön viel Knete. Aber wirklich. Okay, jetzt sind wir aber schon wieder ein bisschen besser aufgestellt. Ach, guck mal, hier. Wunderbar, können wir auch gleich verstärken. Dann hat sich das ja auch denn gleich gelohnt sogar. So, die Frage ist jetzt, machen wir jetzt hier Tempo als nächstes? Ach komm, wir können ja sogar drei machen. Wir könnten also die Kapazität und den Schaden nochmal. Jawohl, oh, schön. Ja, wunderbar. Hehe. Schön. Nein, Isaac, komm bitte genau hier rauf. Das war Kapitel 9 jetzt schon? Gingen die anderen Kapitel irgendwie länger oder? Ah. So, Kapitel 9. Tod bei Ankunft, abgeschlossen. Oh ja, bitte. Was stand da? Kapitel 10, das Ende aller Tage? Ach, na toll. Es klingt ja vertrauenswürdig. Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Jo, denn gucken wir doch mal nach. So. Mensch, diesmal sind wir mal wirklich an einen komplett neuen Ort mal angekommen. Nur diesmal haben wir jetzt nichts, wo wir nach hier gehen.
sondern hier. Gott, auch mit Kerzen gef. Okay, ich glaube, hier kommen wir so dieser Urstätte des Kults, der hier stattfindet, schon näher. Ich glaube, hier kommen wir den ganzen schon näher.